Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So ist es, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind auch da. Immer in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer freien Themensendung. Und wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder unter der bekannten E-Mail-Adresse. Der erste Anrufer heute Nacht ist Markus und Markus ist 35 Jahre alt. Guten Morgen, Markus. Hallo, Jürgen. Hallo. Deswegen rufst du an. Was ist dein Thema, Markus? Ja, ihr hattet gestern das Thema Ärztepfusch. Ärztepfusch, ja. Ja, und da hatte ich angerufen. Ja. Weil mir ist Folgendes passiert. Ich bin am 1.8. Zu einer Hämorrhoidenoperation ins Krankenhaus gegangen. 1.8. letzten Jahres. Jawohl. Ja. Und sollte eigentlich eine normale Operation sein. Ich sollte den Dienstag wieder rauskommen. Also Montag operiert, Dienstag wieder raus. Alles ganz normal. Mhm. Da ist aber schief gegangen. So eine Tamponade, die sie da mit einbauen, sage ich jetzt mal, die ist nicht nach oben gerutscht im Darm, die ist nach unten gerutscht. Das habe ich nicht verstanden. Was ist nach oben gerutscht oder nach unten gerutscht? Das ist eine Tamponade. Die führen sie praktisch hinten mit rein, um die Klammernaht abzudecken. Ja. Dass das Blut gestillt wird. Ah ja. Diese Tamponade ist nicht nach oben gerutscht im Darm, die ist nach unten gerutscht. Und dadurch ist das Blut und die Blutgerinnsel, was da so alles ist, in den Darm reingelaufen, hat sich entzündet und am vierten Tag hatten sie mich dann doch entlassen, aber mit Fieber, kein Stuhlgang und also trotzdem entlassen, weil dieser Arzt in Urlaub fliegen wollte am Freitag. Aber die müssen doch schon einen Tag später müssen die auch gemerkt haben, dass diese Tamponade, wie das heißt, nicht richtig gelegen hat und das Blut raus. Man hat es doch gesehen, das Blut, oder nicht? Ja, ja, man hat es gesehen, aber. Ja. Ich kann da auch nicht allzu viel sagen, weil ich ziemlich noch unter Schock oder sag ich mal ja nicht richtig da war. Ja. Also nach 4 Tagen haben sie dich nach Hause gelassen? Ja. So, das war dann praktisch am Freitag. Hat es denn da noch geblutet? Ja, 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 ja. Mhm. Und dann bin ich am Freitag zu meinem Hausarzt gegangen. Habe gesagt, dass ich eben Schmerzen habe und so und sagte, ach ja, es ist noch von der Operation, das wird schon. Ja, dachte ich, okay. Dann bin ich am Freitagnachmittag ein Stück spazieren gegangen, da bin ich abgeklappt. Zum Glück war noch ein Bekannter dabei, der hat mich dann nach Hause gefahren. Und am Sonntag früh kam ich auch nicht mehr aus Bett, auch nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Da haben sie mich wieder zum Arzt gefahren, zum Mittag so um 1 rum. Und wohin haben sie sich gefahren? Ich habe mich verstanden. Zu meinem Arzt wieder gefahren, weil der gerade Notdienst hatte. Ja. Und der sagte, wir messen mal Fieber und dann waren es schon knappe 39 und der Blutdruck war ganz unten. Hat es da zu der Zeit immer noch aus dem After geblutet? Ja, ja. Es hat immer noch geblutet? Und vor allen Dingen, es kamen schon einzelne Klammern hinten raus. So, das ist eine Klammernaht, haben die da drin gemacht, praktisch den Baum angehoben und geklammert und die ersten Klammern sind schon rausgekommen. Wie lange sollten die denn an sich drin bleiben? Normalerweise bleiben die so ein Vierteljahr. Ach so. Und die lösen sich dann irgendwann mal auf und kommen den Einzelnen raus. So sollte es sein. So, 39 Fieber. Blut, ja. Blut aus dem Enddarm. Ja. Was dann? Wie ging es dann weiter? Dann hat mich mein Hausarzt eine Überweisung geschrieben zum Krankenhaus. Wieder in dasselbe Krankenhaus? Ja. Aber ich muss dazu sagen, der erste Arzt, das ist praktisch medizinisches Leistungszentrum gewesen. Der Arzt hat ein OP angemietet und hat auch das Zimmer für mich da angemietet. Also er hat mit dem Krankenhaus hier eigentlich nichts weiter zu tun, außer hat sich dort eingemietet. Ja, ein Belegarzt. Ja. So, dann kamst du in das Krankenhaus und kamst dann wahrscheinlich auf die chirurgische Abteilung. Ja, und da hat mich die Ärztin untersucht und hat sie gesagt, um Gottes Willen, wir müssen sofort operieren. Also um 2 war ich dort und um 3 habe ich schon im Operationssaal gelegen. Haben den Chefarzt dann auch noch dazu geholt und am Sonntag früh bin ich aufgewacht oder Sonntagmittag irgendwann. Ja. Aufgewacht und denke, ups, was ist denn das? Und dann kam der Chefarzt rein und hat gesagt, tut mir leid, wir mussten den Darm verlegen. Wie bitte? Dass ich jetzt einen künstlichen Darmausgang habe. Das ist ja unfassbar. Ja. Wegen einer, ich sag mal, wegen einer kleinen Hämorrhoidenoperation. Wo man denkt, es macht eigentlich der Pförtner.
Ja gut, nun, ja. Man denkt eher, das ist ein Routineeingriff für einen Chirurgen. Ja. Jetzt hat man dir einen künstlichen Darmausgang gelegt. Ja. Ich hoffe nur vorübergehend. Das ist noch nicht raus. Warum wurde dieser künstliche Darmausgang gelegt? Weil der erste Operateur hat meinen Schließmuskel kaputt gemacht, hat die Darmwand kaputt gemacht und praktisch die ganze Darmschleimhaut alles weggeschnitten. Unfassbar, unfassbar. Ja. So, und dann... Darf ich mal fragen, wie alt dieser Chirurg war, der das verursacht hat? Ich schätze mal so um die 45 sowas. Das heißt, eigentlich war es ein erfahrener Mann. Ja, also was ich auch so im Nachhinein gehört habe, ist es auch eigentlich ein guter Arzt. Hast du mit diesem Arzt danach Kontakt gehabt? Er hat mich 4 Wochen oder 5 Wochen, nachdem er mal aus dem Urlaub gekommen ist, hat er mich angerufen. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm gewesen sein kann. Man hätte ja das eigentlich auch medikamentös versuchen können zu machen. Und medikamentös? Ja. Sagt er. Und die Kollegen legen dir einen künstlichen Darmausgang. Machen eine Notoperation also. Ja. Zu meinen Eltern wurde gesagt, dass ich wirklich in den Sonnabend nicht mehr überlebt hätte. So, jetzt ruft dieser Mann dich an und sagt, nee, das ist, so schlimm war es ja gar nicht, man hätte ja auch Medikamente. Was hast du darauf geantwortet? Ich habe zu ihm gesagt, ich sage dazu nichts und ich möchte auch nicht mehr, dass er mich anruft. So, nun sind dir ja erhebliche Unannehmlichkeiten, ist nicht das richtige Wort. Schlimme Dinge widerfahren, die dein Leben unter Umständen jetzt radikal verändern. Richtig. Wirst du Anzeige erstatten? Ich habe jetzt einen Rechtsanwalt mir genommen, zum Glück habe ich eine Rechtsschutzversicherung. Ja, und dann haben wir müssen wir erst bei einer Schlichtungsstelle in Hannover, das ist praktisch der Schlichtungsstelle für die Ärztekammerschaft, oder Ärztekammer so, da muss man einen Antrag stellen auf Schlichtungsverfahren. Das haben wir jetzt gemacht, aber wie so schön heißt, Ärzte beißen sich nicht. Also es sieht wohl nicht so gut aus, weil, ich sag mal so, das heißt, du bist aber entschlossen, weiterzugehen. Wenn das jetzt das würde ich dir auch ganz dringend raten. Also, das ist ja so unfassbar, was du da erzählst. Ja, weil ich wurde jetzt schon wieder zweimal operiert, weil der Darm verkümmert ja jetzt praktisch innerlich und wächst an dieser Naht immer wieder zusammen. Und da war ich zweimal im Krankenhaus in Halle. Ja. Da haben sie versucht, den Darm zu weiten. Ja. Und der wächst aber jedes Mal wieder zu. Das heißt, es ist komplett offen, ob du nochmal einen ganz normalen Darmausgang haben wirst. Richtig, so ist es. Wann entscheidet sich das? Wann kann man das? Das kann mir keiner sagen. Kann dir keiner sagen. Das kann mir keiner sagen. Hast du denn das Gefühl, jetzt in dem Krankenhaus, wo du bist, hast du da Vertrauen zu den Chirurgen? Ja. Das schon. Ja. Also die machen jetzt ihre Arbeit gut und du sagst, in deren Hände gebe ich mich gerne. Ja. Schlimme Geschichte, Markus. Wirklich schlimme Geschichte. Ich habe halt das Problem jetzt, laut medizinischem Dienst hier so Gutachten, ich darf bloß noch eine halbe Stunde am Tag arbeiten, kriege Krankengeld, kriege keine Fahrkosten erstattet, wenn ich jetzt nach Halle fahren muss. Das Einzige, was ich noch habe, ist mein Auto, weil mit dem Bus kann ich nicht fahren. Mit meinen Kumpels kann ich auch nicht mehr großartig essen gehen, weil wenn man in Jasche sitzt und das fängt an zu blubbern und zu knackern, das ist unangenehm. Da hängt ja eine ganze Kette von Dingen dran. Das beginnt mit dem Arbeitsplatz und endet dann bei der Freizeitgestaltung oder was weiß ich. Auf jeden Fall möchte ich dich ermuntern, auch aufgrund dessen, was ich gestern hier gehört habe von den Leuten, geh den Weg, wenn er noch so beschwerlich ist, und hol dir dein Recht, und wenn zumindest dann die Schmerzen kann dir keiner wieder gut machen, aber eine ordentliche Menge Geld dabei rausspringt, und dass dieser Mann, der das verursacht hat, dass der richtig Unannehmlichkeiten bekommt, und das ist für den extrem unangenehm, wenn das auch ein beschwerlicher weiter Weg ist, da Recht zu bekommen. Ja. Wenn du vielleicht noch von uns ein paar Hilfen haben möchtest, von wegen Patientenverbänden und Selbsthilfeorganisationen, dann können wir dir das gerne aushändigen. Ja, gerne. Okay, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an und dann bist du versorgt mit den entsprechenden Anlaufadressen, okay? Danke. Und dann will ich dir noch eins sagen. Ich finde deine Sendung super. Das ist sehr nett. Sehr oft. Also, weil ich muss eine Nacht eben auch aufstehen, Beutel wechseln und dann
meistens klappt es immer so um eins rum und dann schalte ich halt an und gucke das. Also mir gefällt es wirklich und du machst den Menschen wirklich Mut. Also. Ich freue mich sehr, dass du das sagst oder dass ihr das immer wieder sagt. Manche sagen ja immer, naja, der Domian, der hört das so oft und der nimmt das vielleicht gar nicht so ernst. Ich nehme das verdammt ernst und freue mich sehr, sehr, dass ihr das sagt. Und das ist eine tolle Motivation hier für uns alle auch, diesen Job hier zu machen. Lieber Markus, du legst bitte auf und wir rufen gleich zurück, okay? Okay, danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. So, und gleich geht's weiter mit Ralf. Und Ralf ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen, Domian. Ralf, dein Thema. Das ist, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es hört sich vielleicht ein bisschen albern an, aber beziehungsunfähig, beziehungsgestört. Ich will es mal so ausdrücken. Ich weiß nicht, also verzweifelt auf der Suche nach einer Freundin bin ich nicht, aber viele Beziehungen gehen einfach in die Hose und ich bin dann immer am Boden zerstört und. Wie lange bist du denn jetzt ohne Beziehung schon? Also, ich sag mal, das wechselt immer alle ein, zwei Monate. Die Beziehung zu den, also ich bin jetzt erst 24, die sind meistens so die Frauen oder die Mädchen zwischen 17 und 22 und. Okay, die Frage war, wie lange du jetzt im Moment solo bist? Solo, ich, seit April 2005 ist, da ist die letzte ernsthafte Beziehung. Ja, also. Ja, knappes Jahr. Knappes Wie viele Beziehungsanläufe hast du schon gemacht? Seitdem oder? Nee, so überhaupt in deinem Leben. Ja, das kann ich leider nicht mal mitzählen. Das ist so ein, ich sag mal bestimmt 25, 30. Mhm. Mhm. So, und du würdest jetzt von dir selbst sagen, irgendwas stimmt mit mir nicht, dass ich das nicht auf die Reihe kriege? Ja, ich kriege das nicht auf die... Die Sachen, die Beziehung halten auch immer nur so einen Monat, zwei Monate, sagst du? Ja, ich hatte wohl mal eine Beziehung, die war zwei Jahre, die war auch sehr intensiv und dann ging aber das Mädchen, ich war sehr glücklich mit ihr, dann waren wir auf dem gemeinsamen Urlaub auf Mallorca gewesen und da ging sie aber am letzten Tag leider fremd. Dann ging sie mit einem anderen Jungen, das habe ich noch gesehen, am Strand und ja, das war natürlich dann sowas wie ein Weltuntergang. Wie lange liegt denn diese längere Beziehung zurück? Das war im Jahre 2003 gewesen, im Sommer, so lange. Und danach ging alles nur noch den Berg hinunter. Dann sind die Mädchen fremdgegangen. Die Beziehung wurde auf materieller Basis nur geführt. Ich war gut dafür, da teure Geschenke zu machen. Und danach wurde ich in den Wind geschossen. Und dann Kann es sein, erste Idee von mir, dass du aufgrund dieser Enttäuschung damals auf Mallorca irgendwie gar nicht so bereit bist, dich auf eine Frau einzulassen und du eher immer so der Kritische bist? Ja, es könnte auch damit zusammenhängen. Ich habe auch noch eine andere Vermutung. Ich bin als kleines Kind, ich sag mal, ab dem zweiten Lebensjahr von meiner leiblichen Mutter sexuell missbraucht und vergewaltigt worden. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Das haben Therapeuten und Psychologen mir gesagt, dass es damit zusammenhängt, dass ich beziehungsunfähig bin. So sagte mir das jetzt auch meine Adoptivmutter. Hat sie mir mal vor den Kopf geworfen, ich wäre total beziehungsunfähig. Und das war natürlich auch schon sehr hart. Und du sagst von deinem zweiten Lebensjahr an? Ja. Also bis zu welchem Lebensjahr? Also ich bin weggekommen aus der Familie mit dem Anfang des sechsten Lebensjahres. Da hat sich meine damalige Kindergärtnerin darum gekümmert, mit der ich immer noch einen sehr guten Kontakt habe. Und Hast du denn Erinnerungen an diesen sexuellen Missbrauch? Ja, schon teilweise. Dass sich meine Mutter an mir vergangen hat, wenn mein Vater nicht da war. Dass sie an mein Geschlechtsteil gespielt hat. Dass sie zärtlich wurde, zu mir ins Bett kam, wenn ich nicht wollte. Bin ich immer in den dunklen Keller gesperrt worden und schwer misshandelt worden oder im Bett festgekettet worden. Also so, schlimm geschlagen worden? Ja, und das war so ein Anschnallbett. Und dann, damit ich stillhalte, wurde ich dann so angeschnallt und sowas weiß ich wohl noch. Mhm. Das sind natürlich prägende Erinnerungen, wenn man mit einem kleinen Kind derartige Dinge macht. Durch diese Kindergärtnerin bist du dann von der leiblichen Mutter weggekommen? Genau, dann kam ich für ein Jahr in einem Kinderheim und dann bin ich
von der damaligen Erzieherin, die da gearbeitet hat, die hat mich dann hinterher adoptiert. Die hat dann dort aufgehört zu arbeiten, die hat mich dann adoptiert. Und das war natürlich eine sehr schöne Kindheit, die ich dann hinterher hatte. Ich habe ihr auch zu viel zu verdanken. Das aber diese Adoptivmutter sagt zu dir, dass sie glaubt, dass du beziehungsunfähig bist. Ja. Wie alt warst du, als sie das gesagt hat? Hat sie es kürzlich gesagt? Ja, das war kürzlich. Das war hat was mit der letzten Freundin zu tun. Mhm. Da wurde ich von ihr, also von der letzten Freundin, Mona hieß sie, wurde ich nur terrorisiert und alle 2 Minuten hat sie angerufen und hat sie bei meiner Mutter angerufen. Ich würde angeblich mich mit anderen Mädchen treffen und fremdgehen. Und meine Mutter hing an meiner Ex-Freundin. Und dann hat meine Mutter mir das Leben zur Hölle gemacht und meinte, jetzt hast du mal eine Anständige und ich soll mich wagen, da jetzt fremd zu gehen. Sonst kann ich den Kontakt mit meiner Mutter vergessen. Und hat diesen Satz gesagt. Genau, und dann habe ich mich irgendwann bei meiner Ex-Freundin nicht mal gemeldet und dann habe ich wohl auch gesehen, dass sie da wohl einen anderen hatte. Da war ich jetzt auch froh hinterher, dass ich sie dann los war. Ja. Nur das war auch sehr heftig. Ja. Kann mir vorstellen, dass natürlich so ein Satz, wenn die Mutter oder die Adoptivmutter, das ist ja deine Mutter für dich, ja klar, wenn die dann so einen Satz sagt, das trifft natürlich ins Herz, ne? Ja, natürlich. Meine Mutter bedeutet mir alles. Du hast gerade, wenn ich es recht verstanden habe, so beiläufig gesagt, durch Therapeuten ist das rausgekommen, dass deine leibliche Mutter dich so früh schon sexuell missbraucht hat? Ja, durch Therapeuten. Jetzt hatte ich nur einen schweren Rückschlag gehabt, dass ich bis zum 7. Dezember hier in Essen in der Uniklinik in der Psychiatrie war, weil mir alles zu viel wurde. Ich habe im Mai einen Selbstmordversuch hinter mir, wollte ich hier von der Ruhrbrücke Essen springen, da wurde ich von einer Autofahrerin noch davon abgehalten, an der Autobahn A52. Und ja, da habe ich gemerkt, so geht's nicht mehr weiter. Ich war völlig am Boden zerstört und völlig fertig und wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Aber dann höre ich ja jetzt, kommt da aber sehr viel bei dir zusammen. Ja. Ne? Da ist das ja nur, dass das mit den Beziehungen nicht so klappt, ist ja nur so ein äußeres Symptom. Wahrscheinlich ist das im Unterbewusstsein ganz viel am Brodeln bei dir noch, am Rumoren aus sehr vergangener Zeit. Ja. Würde dir dringend empfehlen, Ralf, wenn man es dir nicht schon längst empfohlen hat, dass du eine länger angelegte Psychotherapie machst. Mhm. Ja, ich habe ja als Kind schon, meine Adoptivmutter hat mich als Kind mal, weil ich sehr schlimm am Stottern auch war, das waren einige der Folgen gewesen, wo ich dann dafür gehänselt worden bin. Ja, aber das ist so lange her. Also ich würde das jetzt, du bist jetzt im Alter von 24 und hast akute Probleme und du hast gerade nur Andeutungen gemacht, wie schlimm das gewesen ist. Ich würde das jetzt suchen. Ich würde mir jetzt so etwas suchen, einen guten Partner, um eine solche Therapie zu machen. Ja. Wir sind ja gerne ein bisschen behilflich, wenn du das möchtest. Ja, natürlich. Also da würde ich mich freuen, wenn ich da Hilfe bekommen könnte. Dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an und dann könnt ihr alles Weitere im Einzelnen besprechen. Okay. Und ich wollte mich nochmal bedanken und ich wollte sagen, du machst deinen Job richtig klasse und Dankeschön. Bin froh, dass du den Menschen, die hier anrufen und Sorgen haben, auch immer gute Tipps an die Hand gibst. Sehr lieb von dir. Vielen Dank, Ralf. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Ich dir auch, tschüss. 0800, ihr Lieben, 0800 220 5050. Wenn ihr mit mir telefonieren wollt, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Und schreibt dann eure Telefonnummer auch drauf. Ich sage euch jetzt schon mal für unsere Themen für nächste Woche, kann ja nicht schaden, da kann sich der eine oder andere ja schon mal ein bisschen was vormerken. Und zwar, entschuldige, ich bin mit der Stimme nicht so ganz da heute Abend. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nächste Woche heißt unser Thema scharfe Bräute, geile Typen. Also da bin ich mal gespannt, wer sich da angesprochen fühlt und mit wem ich da alles reden werde. Und nächste Woche Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Geschwisterliebe und Geschwisterhass. Dies schon mal so als Vorinfo. Und dann geht es auch jetzt schon gleich weiter mit der Nadine. Und Nadine ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Nadine. Morgen, Domian. Hallo. Weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen einer gestrigen Sendung mit dem Thema, das war ja mit Ärztevorschau. Und Fehldiagnosen, ja. 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 Ist mittlerweile erstaunlich, dass es doch so viele gibt. Man könnte glaube meinen, dass es keine guten Ärzte mehr in Deutschland gibt. Also es gibt auch keine guten Kieferchirurgen mehr, habe ich festgestellt. Ja, es gibt schon auch verdammt viele gute Ärzte, aber eben auch leider Gottes viele schwarze Schafe. Ja, das ist. Erzähl mal, was ist dir extrem passiert? Ich bin
bin gelernte Krankenschwester, hatte während meiner Ausbildung Betriebssportunfall gehabt. Wir haben Volleyball gespielt, mit einem Kiefer halt gegen den Frontmast geknallt und beide Schneidezähne abgebrochen. Nächsten Tag zum Zahnarzt. Zahnarzt hat dann halt gesagt, musst du mit zum Kieferchirurg, das muss gezogen werden, dann müsstest du Implantate rankriegen. Ich sag, okay. Hin zum nächstbesten Kieferchirurgen, muss man sagen. Zum nächstbesten? Ja, also er hat mich dahin überwiesen. Er hat mir empfohlen, weil Kieferchirurgen, ich sag mal, ich wohne auf dem Dorf in Osterholz-Scharmbeck, da hat man nicht so viel an Ärzten. Klar, ne? Da weiß man auch nicht Bescheid. Ich wüsste jetzt auch nicht in Köln, wo ich zu einem guten Kieferchirurgen gehen sollte. Und wenn man das empfohlen bekommt von einem Arzt, geht man dahin. Ja, genau. Ja. Hat auch gleich gesagt, fährst du mal zu dem und dem. Der ist ganz gut, der hat zwei Praxen, der ist auch Belegarzt im Krankenhaus und so. Dann bin ich da halt hin und ja, damit fing das Methyrium an. Ging damit los, er hat sich's angeguckt, hat gesagt, ja, müssen gezogen werden, kriegst du Implantate. Habe ich gesagt, ja, okay, also dann aber bitte in Vollnarkose, weil das kann ich nicht ab, wenn man mir am Kiefer rumfuchtelt, rumbohrt, alles aufschneidet, den gesamten Vorderkiefer und ich bin dabei voll wach. Naja, er hat gesagt, okay, Wurzeln ziehen wir raus, Implantate stecken wir dir rein, eine OP, du bist fertig. Daraus sind jetzt mittlerweile 7 OPs geworden. Wann war der Unfall? Der war am 24. Januar 2002. 2002, 24. Januar, also jetzt jährt sich das, hat sich das gerade gejährt, 2002. Ja, ich habe es aber nicht gefeiert. Also es sind mehrere und mehrere Operationen geworden. Ja, immer wieder. Warum? Man ist aus Vollnarkose aufgewacht. Das ging bei mir alles nur in Vollnarkose, weil ich sonst den Anästhesisten geschlagen hätte. Also auch den Arzt, weil ich kriege dann Panik. Und man ist immer aufgewacht und ich hatte immer alles. Schmerzen, geblutet, nur ich hatte nie Implantate halt drin gehabt. Wie? Was hat er denn dann gemacht bei der Operation? Ja, er hat die Zähne, die Wurzeln rausgezogen, die Restfragmente. Und dann bin ich wach geworden, kam er kurz rein, hat gesagt, nee, hat nicht geklappt. Du wurdest mit einem Kreislauf instabil und das hat auch ein bisschen stark geblutet und das wollen wir erstmal abheilen lassen. Okay, hört sich vernünftig an. Ne, in der Praxis. Und okay, das sagt man einmal. Das sagt man vielleicht das zweite Mal auch noch. Aber das zweite Mal hat er mich dann aufgeschnitten und hat dann beim zweiten Mal mitten in der OP festgestellt, dass mein Kiefer zu schmal ist für die Implantate. Also hat er die OP nach 10 Minuten abgebrochen. Das heißt, ich lag für 10 Minuten in Vollnarkose und bin dann wieder aufgewacht. Laienhafte Frage, kann man das vorher nicht mit einem Röntgenbild irgendwie rauskriegen, was zu welcher Größe passt? Das dachte ich mir als Krankenschwester auch und habe ihn das nämlich auch gefragt. Da wurde er nicht zickig, nicht pampig, er hat gesagt, nee, mit einem normalen Oberkiefer-Schichtaufnahme kann man das nicht machen. Das kann man nur mit so einer dreidimensionalen Röntgenaufnahme machen, also im Prinzip wie ein CT vom Kieferknochen halt. Da kann man die Dichte mit bemessen, nur sowas hat er nicht. Und das nächste Gerät wäre halt in Hannover. Und mich deswegen nach Hannover schicken, das hat er nicht für nötig gehalten, weil mein Kieferknochen sah nicht zu schmal aus. So, das war die dritte OP. Das war die zweite. Das war die zweite, genau. Und jetzt kommen wir zur dritten. Da hat er mir dann gesagt, Kiefer ist zu schmal, machen wir künstliches Aufbaufragment rein, also im Prinzip Kunstknochen, dass der Kiefer künstlich dicker wird. Okay, Vollnarkose, Kunstknochen rein. Jetzt warten wir halt, jedes Mal muss man nach so einer Kiefer-OP, muss man 6 bis 8 Wochen warten, weil das mit dem Knochen, das muss alles immer verheilen. Ja, er hat es dann wieder reingemacht, hat mich dann zugenäht, ich nach Hause und nach 2 bis 3 Wochen bin ich morgens aufgewacht, hatte einen komischen Geschmack im Mund, bin ins Bad gegangen, hab geguckt und mein kompletter Oberkiefer war entzündet, hat geeitert und das Knochenfragment ist seitlich durch so eine Wundnaht herausgekommen. Wie viel Mal insgesamt bis zum hoffentlich guten Ende bist du denn operiert worden? Gutes Ende haben wir noch nicht. Bis jetzt sind es 7 Operationen. Also ich habe jetzt noch, müsste noch zu 2 hin. Er hat mir dann halt irgendwann mal Implantate gesetzt. Er hat mir dann letztendlich noch aus dem Beckenkammknochen entfernt, hat mir das dann implantiert, weil das wird wahrscheinlich nicht abgestoßen. Hab dann 5 Tage im Krankenhaus gelegen. Das war auch der Horror schlechtweg hin. Nachdem das verheilt ist, habe ich dann die Implantate reingekriegt. Und da war ich auch glücklich. Beide Implantate drin und denkt man sich, okay, fertig. War es halt auch nicht. Das ist ja wirklich verrückt. Ich denke gerade nochmal, das fing im Jahre 2002 an. Wir haben jetzt das Jahr 2006 und du sagst, die ganze Sache ist immer noch nicht beendet. Mit dem Arzt jetzt? Ja, das habe ich aber auch. Nee, ich meine, jetzt ist der Vorfall im Mund denn beendet? Nein. Ja, eben, das meinte ich ja. Hast du gerade gesagt. Das ist alles eine langfristige Sache, weil mein Kiefer mittlerweile so zerschnitten ist, dass man da jetzt vorsichtig sein muss, weil im Prinzip
jede OP, die ich jetzt noch habe, wenn man mir am Kieferknochen rumbohrt, kann sein, dass ich danach einen gebrochenen Oberkiefer habe. Wie sieht das denn aus, wenn ich dich jetzt sehen würde und würde auf deinen Mund gucken? Sieht das schon einigermaßen gut aus oder ist es immer noch... Von vorne her siehst du mir nichts an den Zähnen an. Ich muss auch sagen, ich lächle nicht großartig, weil ich habe jetzt zurzeit eine Kunstbrücke drin, also 3 künstliche Zähne jetzt vorne. Weil die 2, die ausgeschlagen sind, da hat er Implantate gesetzt. Das eine Implantat hat er schief gesetzt und hat es an die Wurzelspitze von einem gesunden Zahn gesetzt, was zu einer Wurzelentzündung geführt hat. Dadurch habe ich dann den Zahn verloren. Ach, da hast du den auch noch verloren? Den habe ich dann auch noch verloren. Wurzelbehandlung ohne Betäubung gehabt, weil das war nicht mehr möglich. Mann, Nadine, das ist ja Horror, was du da erzählst. Das ist ja wirklich Horror. Bist du denn immer wieder zu diesem Arzt gegangen? Ich hoffe nicht. Das war... Nach der Geschichte nicht mehr. Also nachdem ich die Wurzelentzündung hatte, ich war damit zu meinem Zahnarzt morgens hingefahren, der hat ein Röntgenbild gemacht. Na, wie lange warst du, wie viele Monate warst du bei diesem Kieferchirurgen? Da war ich dann mit 1, 2, 3, ja, jetzt würde ich sagen, also bis Anfang letzten Jahres. Aber wieso gehst du denn dann immer wieder zu dem, wenn der dir so viel Unannehmlichkeiten bereitet hat? Da hättest du doch eigentlich schon nach der dritten, vierten Operation weg sein müssen. Ja, dafür, dass ich das künstliche Fragment entzündet hatte, konnte er nichts. Und nachdem er mir gesagt hat, ein Stück Eigenknochen da implantieren, dachte ich mir, okay, das hört sich sinnvoll an. Und danach nur noch einmal, man sagt es sich. Mhm. Ich bin eine sehr geduldige Person, ich sag mir immer, okay. Aber du gibst ihm jetzt die Schuld, dass er was falsch gemacht hat. Ja, also ich... kam anfangs halt nur darauf wegen dem Röntgenbild. Mein Zahnarzt hat halt dieses Röntgenbild direkt danach gemacht und da hat man gesehen, warum der Zahn sich entzündet hatte. Willst du irgendwelche Konsequenzen, irgendwelche Schritte einladen? Dass Ist schon. Das läuft schon alles über Gerichtsverfahren, weil meine Versicherung hat mich halt angerufen, weil das Ganze lief natürlich über die Versicherung. Die hat gesagt, wieso hatten Sie eine Wurzelentzündung? Das kann doch gar nicht angehen. Kommen Sie mal zu unserem Gutachter, das muss der sich angucken. Bist du denn jetzt im Moment in guten medizinischen Händen? Ja, das Problem ist, der Arzt hat mich so verfuscht, dass hier im Großraum um Bremen herum keiner rangeht. Die haben alle die Aufnahmen gesehen. Meine Versicherung hat sich ja sofort bemüht, für mich einen passenden neuen Kieferchirurgen zu finden. Ja. Und hat dann meine Unterlagen überall hin verschickt mit Röntgenbildern und so. Und also jeder Kieferchirurg hat abgelehnt und hat gesagt... Das heißt, du bist nicht in Behandlung im Moment? Doch, jetzt, ja, seit einem Dreivierteljahr bin ich jetzt erst nach Hannover verfrachtet worden. Die haben mich weitergeschickt nach Braunschweig und jetzt bin ich in Braunschweig, aber der kann mich erst operieren, seitdem der Zahn gezogen ist, der dritte. Mann, ist das eine Geschichte, Nadine. Mann, ist das eine Geschichte. Langwierig. Ja, und kompliziert. Und vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, das begann im Jahre 2002 und man hat so viele Jahre da Theater im Mund und mit den Schmerzen und Ängsten versehen und so weiter. Hoffe ich, dass das jetzt aber alles sich... gute Regel für dich und vor allen Dingen, dass du auch dein Recht bekommst. Das wünsche ich dir von Herzen, Nadine. Ich hoffe das auch. Also alles, Verfahren läuft ja halt und ja. Mal gucken, wie es ausgeht. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, Domian. Tschüss. Abend noch. Tschüss. So, ihr Lieben, ein bisschen Post. Eine kleine Postecke gibt es bei uns jetzt. Ich habe Post bekommen von Margot aus, die ist 56 Jahre alt, aus Essen und die schreibt, Domian, deine Sendung gestern zum Thema ärztliche Kunstfehler war interessant und erschütternd zugleich. Die vielen schlimmen Geschichten, die deine Zuschauer dir erzählt haben, lehren mich, bei jedem Arzt erstmal misstrauisch und skeptisch zu sein. Und vor allem, man sollte sich selbst unbedingt schlau machen. Das Internet bietet ja vielfältige Möglichkeiten. Kann ich sehr unterschreiben, was Margot da sagt. Erstmal misstrauen ist immer angesagt und gut und schlau machen ist dann noch viel besser. Mandy, 23 Jahre aus Überführt, schreibt, lieber Domian, ich finde es total cool, das, was ihr da jeden Abend leistet. Ja, manchmal sind die Sendungen Durchschnitt, aber in so vielen Nächten denke ich Wahnsinn und Respekt vor dir und deinem Team. Ich glaube, dass ihr zu den ganz wenigen im Fernsehen gehört, die Leute ernst nehmen und sie nicht einfach nur benutzen. Und ich finde auch gut, dass ganz einfache Leute bei euch sprechen dürfen, ohne dass man sich über sie lustig macht. Das schreibt Mandy. Und dann habe ich einen anonymen Brief bekommen, eine anonyme Mail mit folgendem Text. Liebes Domian-Team, ich danke euch, dass ihr vorige Woche das Thema weibliche Sexualstraftäter in eurer Sendung hattet. Mir hat es so gut getan zu hören, dass ich mit meiner Biografie nicht alleine dastehe. Auch meine Mutter hat sich an mir vergangen.
zwischen meinem 7. und 12. Lebensjahr hat sie mich dazu gezwungen, sie mit der Hand zu befriedigen, und sie hat mich auch zu oralem Verkehr gezwungen. Als ich nach ihrem tödlichen Autounfall in ein Heim kam, konnte ich mein Glück kaum fassen. Ich hasse sie noch heute. Und Tim, 18 Jahre, schreibt: Herr Domian, aus deiner letzten Postecke entnehme ich, dass auch du Deutschland sucht den Superstar guckst. Wie findest du generell solche Sendungen, und hättest du dir früher vorstellen können, bei sowas auch mitzumachen? Also ich finde es okay, solche Sendungen zu machen, wobei ich die beste Castingshow die von Stefan Raab fand. Also mit weitem Abstand die beste, und es kam ja auch der tollste Typ raus, nämlich unser Max kam raus. Früher mitmachen, ja Gott, ja, wenn man meint, Talent zu haben und Spaß am Singen hat, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Also schickt man da so ein Band ein und dann singt man vor Dieter Bohlen vor. Also ich finde es erstmal gut, dass man das macht und dass die Leute da die Möglichkeit haben, vielleicht wirklich eine Chance zu kriegen, die sie sonst vielleicht niemals in ihrem Leben bekämen, weil man gar nicht auf sie aufmerksam würde. So, das war die Antwort an Tim. Und wir machen weiter mit Lena. Und Lena ist 43 Jahre alt. Hallo Lena. Hallo. Schönen guten Morgen. Ja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um ungewollte Kinderlosigkeit. Ungewollte Kinderlosigkeit? Ja. Das heißt, du hättest gern ein Kind? Ja. Ich bin verheiratet seit 15 Jahren und hätte gern ein Kind, aber kann keine bekommen. Das weiß ich auch schon seit 21 Jahren. Und ich kriege immer wieder so Schübe, dass ich mich schuldig fühle daran, dass ich halt keine Kinder kriegen kann. Ist das begründet, dass du dir selbst die Schuld gibst? Ja, weil es halt an mir liegt, dass ich keine Kinder bekommen kann. Aber du hast es ja nicht verschuldet. Ja, aber trotzdem. Zum Beispiel, wir haben im Bekanntenkreis viele Kinder. Und wenn ich dann sehe, dass die meinen Mann so anspringen und machen und tun, dann Thomas vorne und Thomas hinten, und dann kriege ich immer wieder so Schübe, dass ich mich schuldig fühle. Und dann, ich habe auch schon mal versucht, mir das Leben deshalb zu nehmen, aber das hat halt nicht hingehauen. Gott sei Dank. Und ja, heute ja, Gott sei Dank, aber ich habe halt immer wieder so Schübe, dass ich mich halt auch selbst verstümmele, sei es durch Zigaretten. Oder ich habe auch schon mit einem Messer mir einige Sachen zugefügt. Und im Grunde genommen verabscheue ich meinen Körper deshalb. Deshalb? Ja. Diese Selbstverstümmelungsgeschichten, die gab es ganz früher nicht. Wurden immer schlimmer, je mehr dieses Thema, ich kann keine Kinder kriegen, präsent wurde in dir. Also im Grunde genommen, erst seitdem ich halt in dieser ganz festen Partnerschaft lebe, im Grunde genommen, seitdem ich verheiratet bin. Empfindest du denn von deinem Partner, von deinem Mann Druck? Nein. Macht er dir Vorwürfe? Nein. Das ist ja das Traurige. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich auch sehr dem Alkohol verfallen bin. Das bedeutet, wie viel trinkst du am Tag? Nee, am Tag, das kann man nicht sagen, aber das heißt, wenn ein freies Wochenende ist und ich sage, mein Mann, der ist jetzt in der Freiwilligen Feuerwehr und nicht zu Hause ist, dann mache ich das halt heimlich. Aber heimlich in Anführungsstrichen, wenn er nach Hause kommt, dann sieht er das natürlich, was mit mir los ist. Was trinkst du denn dann? Wein, Schnaps? Ja, Wein, Sekt. Sekt, ja. Jetzt im Moment auch? Ich habe heute auch schon was getrunken. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht angerufen. Hättest du den Mut dazu nicht gehabt? Nee. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Mann? Sehr gut. Sehr gut? Sehr gut. Das heißt, ihr beiden habt euch schon sehr gerne? Ja. Und die Ehe funktioniert? Ja. Und der Alltag auch? Ja. Es ist, das Hauptproblem ist die Kinderlosigkeit. Ja. Ich kann es erahnen, Lena, wenn man große Sehnsucht nach einem Kind hat und kann kein Kind bekommen, dass man darunter leidet. Ja. Aber ich glaube, dass man wie in so vielen Bereichen im Leben auch irgendwann mal so sich selbst und das eigene Schicksal auch akzeptieren muss. Und das kann ich nicht.
Du bist eine Frau von 43 Jahren, wo man so, du müsstest aber du eigentlich... Aber ich kann's nicht. Das kommt immer wieder hoch. Mhm. Ich denke manches Mal, Lena, du hast damit abgeschlossen. Es ist alles gut und schön. Es ist das, so halt... Das ist so dein Leben. Du kannst nichts dran ändern, genau. Ne? Mhm. Mhm. Aber dann in der nächsten Minute, wenn ich dann... Weißt du, ich will dir spontan was sagen. Ja. Ich finde es erstmal schlimm, dass du aufgrund der Tatsache, dass du kein neues Leben in die Welt setzen kannst, weil die Natur das so gewollt hat bei dir, dass du deshalb dein Leben zerstörst. Ja. Ja, ja. Nicht nur mein Leben, sondern auch... Ich war bestimmt mal irgendwann keine hässliche Frau, aber wenn ich mich heute angucke, das ist so traurig. Hm. Nun gut, man kann immer wieder neu beginnen. Ja. Und du bist erst 43 Jahre alt. Ja. So, das heißt, es muss dir gelingen, eine andere Haltung zum Leben und zu dir zu kriegen, zu gewinnen. Genau. Um dann wieder nach vorne zu gucken. Ja, genau. Dann froh zu sein, dass du einen Mann hast, dass du eine Liebe hast. Ja. Froh zu sein, dass du gesund bist. Ja. Und das Beste aus deinem Leben zu machen. Ja. Wieso habt ihr nie darüber nachgedacht, ein Kind zu adoptieren? Doch, das haben wir schon. Das haben wir schon. Aber wir waren beide schon über 30, mhm. als wir geheiratet haben. Ja. Und wir haben halt hier, ich möchte jetzt nicht genau sagen, woher ich komme, aber wir sind hier auch beim Jugendamt gewesen. Dann wurde dann sofort gesagt, sie sind über 30. Erstmal sowieso ein Kind nicht, also kein Säugling, sondern man hätte dann schon so ein 6- oder 8-jähriges Kind adoptieren müssen. Mhm. Da steht man aber auch erstmal auf einer Warteliste. Ja, also diese gesetzliche Regelung finde ich auch ausgesprochen dämlich, ehrlich gesagt. Es gibt so viele arme Würmer, die froh sind, wenn sie ein schönes Zuhause bekämen. Genau. Und dass man da mit über 30 schon so alt ist, ist mir völlig unbegreiflich. Es gibt hier nur auch die Möglichkeit, eben auch für Leute, die etwas älter sind, der Auslandsadoption. Ja, aber da haben wir auch drüber nachgedacht. Mhm. Aber da muss man halt auch wieder das Finanzielle sehen. Mhm. Weil da wurde uns sofort gesagt, wenn sie das vorhaben, dann müssen sie halt das und das Geld im Petto haben. Mhm. Also da kriegt man ja hier von der deutschen Seite gar keine Unterstützung. Wie viel Geld wurde da, welche Summen wurden da genannt? Also um die 10.000 Euro bestimmt. Mhm. Bin ich nicht so informiert, aber unsere Zuschauer wissen immer alles, habe ich gelernt. Im Laufe der Sendung, einer weiß immer das, was man will. Mhm. Vielleicht, wenn der ein oder andere dabei ist, der sich ganz gut auskennt mit Auslandsadoptionen, dass er uns mal eine Mail schickt, wie man das macht, wie teuer das ist, ob es wirklich so teuer ist, an wen man sich wendet, was seriös ist. Wäre ich euch sehr dankbar. Mailt uns doch ganz einfach mal unter domian@wdr.de. Wir würden das dann an die Lena weitergeben. Ich meine, du kannst es ja mal lesen, ihr könnt es mal lesen und mal überlegen. Wie alt ist dein Mann jetzt? Mein Mann ist 44. 44, 43, 44. Da gibt es noch eine ganze Menge Paare, die auch Kinder noch kriegen hier bei uns und die auch, weiß Gott, nicht zu alt sind für ein Kind. Mhm. So, das bitte ich erstmal euch, meine Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr da ein bisschen ein paar gute Informationen habt, mailt uns doch mal. Aber Lena, ich finde, du musst irgendwas machen. Du musst irgendwas mit deinem Leben machen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses, was du da machst, das kriegt dein Mann, dieses Unglück in dir kriegt dein Mann ja mit. Ja, natürlich, ja. Ist das nicht letztendlich auch belastend für eure Beziehung? Natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Was sagt er? Ja. Was sagt er? Ja, dass ihn das halt auch belastet und dass ihn das fertig macht, weil ich ja nun auch mit dem Alkohol sehr starke Probleme habe. Mhm. Und dann sage ich halt wieder, Thomas, ich mach das nicht wieder und ich reiß mich zusammen und hast nicht gesehen. Und mein Mann ist eigentlich ein sehr, sehr gutmütiger und ganz lieber Mensch. Das kann ich nur wirklich sagen. Und aber er glaubt mir das dann und gibt mir dann wieder die Chance, mich zu beweisen. So, aber dir ist klar, Mal. Irgendwann ist da der Topf auch voll. Ja. Und irgendwann kann es sein, dass du dir eure Beziehung kaputt machst. Ja. Ja. Wärst du denn bereit, dir auch von außen helfen zu lassen, Lena? Eigentlich nicht, weil warum nicht? Nach meinem Versuch
nachdem ich mich umbringen wollte, da sollte ich ja schon mal in psychiatrische Behandlung. Das ist ja ganz automatisch, wenn man dann ins Krankenhaus kommt, dann wird ja sofort gesagt, man muss in eine Psychiatrie oder sich von außen Hilfe holen. Und dann habe ich versprochen, ich mache das nie wieder so und so, halt was man dann so sagt, um da nicht hin zu müssen. Was hat, wenn ich das dann eben zwischendurch fragen darf, du hast also wirklich real einen Versuch unternommen? Ja, ich bin vom Balkon gesprungen. Warst du verletzt? Ja. Schwer verletzt? Nein, ich hatte mir nur das Bein aufgeschlitzt. Wie hat denn dein Mann darauf reagiert? Der war fix und fertig. Der war fix und fertig. Ich habe es ja im Suff gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hatte meinen Hausschlüssel, ich habe das bewusst gemacht, hatte meinen Hausschlüssel in der Tasche, bin da runtergehopst, in die Büsche gefallen, bin wieder aufgestanden, habe geblutet, bin durch die Eingangstür rein, nach oben ins Schlafzimmer, habe ihn geweckt und er hat mich ins Krankenhaus gefahren. Also das heißt, danach folgte keine psychologische Behandlung? Nein. Aber jetzt hast du bei mir angerufen? Ja. Ist ja auch schon mal was. Ja. Ich sage dir wirklich mit voller Überzeugung, nach dem, was ich jetzt von dir gehört habe, du musst in eine gute psychologische Behandlung. Ja, das sagt mir jeder, das sagt mir jeder. Warum machst du es denn dann nicht, Mensch? Weil ich so Angst habe, dass ich abgestempelt werde. Ach Quatsch, das erfährt doch überhaupt niemand. Wieso wirst du abgestempelt, wenn du einmal in der Woche zu einem Psychologen gehst? Das musst du doch niemandem erzählen. Abgesehen davon ist es überhaupt nicht schlimm, das zu machen, aber wenn du damit Probleme hast, sagst du es halt niemandem. Es geht doch darum, dass du es für dich tust und dass du es auch für eure Liebe, für eure Ehe tust. Ja. Und dass du besser leben wirst demnächst als in den letzten Jahren. Ja. Und dass du lernst zu akzeptieren, das ist nun mal so dein Weg, dann habt ihr nun mal keine Kinder, das teilst du mit Tausenden, Abertausenden von Menschen und das ist dann auch in Ordnung. Du hast, ich sag das ja immer wieder, du hast, wenn du diesen Weg gehst, versuchst zu gehen bei einem, mit einem Arzt, mit einem Psychologen, hast du null zu verlieren. Du kannst jederzeit die Tür hinter dir zumachen und sagen, hier komm, rutsch mir den Buckel runter, mit ihnen kann ich nicht, mit ihnen kann ich nicht. Aber du hast die Chance, auf jemanden zu treffen, mit dem du gut kannst und der klug und bedacht mit dir umgeht und dass ihr gemeinsam auf einen anderen Weg kommt für dich. Ja. Willst du deinem Mann das nochmal antun, dass du dir das Leben... Nein, so. Nein. Willst du deinem Mann antun, dass du irgendwann komplette Alkoholikerin bist? Nein. Nee. Willst du es deinem Mann antun, dass du dich vielleicht irgendwann ganz zerschnibbelst und zerschneidest, wie so viele Menschen, die psychische Probleme haben? Nein. So. Das hat auch nicht verdient. Das hat auch nicht verdient. Du auch nicht. Du auch nicht. Da kannst du doch nichts. Das ist nun mal eine Natur. Das ist Natur, dass du dann nun mal keine Kinder kriegen kannst. Wie gesagt, das betrifft ja nun ganz, ganz, ganz viele andere Frauen auch. Das ist ja keine Schande. Aber das ist ja das Schlimme, dass ich keinen kenne, den es genauso geht wie mir. Das ist ja das Doofe oder das Schlimme. Werden sich bestimmt. Ich kenne keinen, den es genauso geht. Ich kenne nur Leute, die Kinder haben. Lena, ich bin sicher, jetzt kriegen wir noch mehr Mails, nämlich von vielen, denen das genauso geht und die vielleicht auch sehr traurig darüber waren. Den Kontakt stellen wir dann auch noch zu dir her. Aber das ist eine Schiene. Die andere Schiene ist die psychologische Behandlung. Und der erste Schritt war hier anzurufen. Der zweite Schritt ist, möchte ich dich bitten, noch ein paar Worte mit meiner Psychologin zu sprechen. Ja. Und dann kannst du alles weitere selbst entscheiden. Mhm. Und alles, was wir an Infos hier reinkriegen, reichen wir an dich weiter. Einverstanden? Alles klar. Alles Gute, du legst auf. Aber weil ich möchte gerne noch ein Autogramm von dir haben. Ja, dann kannst du gleich meiner Psychologin deine Adresse sagen und dann schicken wir es dir. Alles klar. Ja, mein Lieber, du legst auf. Ich finde dich total in Ordnung und ich bin froh, dass ich heute mal mein Herz ausschütten konnte. Das war auch gut so. Finde ich auch mutig von dir, dass du es gemacht hast, Lena. Ich danke dir, Domian. Du legst bitte auf, wir rufen zurück. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann wählt ganz einfach diese Nummer. Hier ist Janine. Janine, stimmt, ne? Ja, hallo Domian. 24 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Ich bin 98 in Schwarzwald gegangen von Dresden, habe da meine Ausbildung gemacht. Ja. Und habe da einen jungen Mann kennengelernt. Es wurde eine Beziehung draus. Der war allerdings 3 Jahre jünger wie ich. Der ist 17 damals gewesen. Mhm.
Und ja, wir haben ein Wunschkind gezeugt. Moment, wie alt warst du da, wenn ich jetzt nicht rechnen muss? Wie alt warst du da? Ich war 19. 19. Ja. Und ich hatte meine Ausbildung gerade fertig. Ich habe gedacht, okay, nach einem Jahr Beziehung, okay, es klappt. Das Wunschkind kam auf die Welt. Ich hatte vorher von meinem Chef ein Angebot, nach St. Moritz zu gehen in die Schweiz, weil ich Köchin bin. Mhm. Nicht schlecht. Und das Kind kam auf die Welt, weil er gesagt hat, ja, ist mein Fleisch und Blut. Und das Kind kommt auf die Welt. Familien standen alle dahinter. Mhm. Das Kind kam da, ich habe in der Schwangerschaft 40 Kilo zugenommen. Mhm. Der Kleine kam auf die Welt, gesund und munter, es war alles okay und plötzlich war er weg. Mhm. Hat eine andere kennengelernt, mit der ist er jetzt schon seit 2,5 oder 3 Jahren zusammen. Mhm. Die Sache an dem ist halt, ich habe halt immer versucht, im Sinne des Kindes zu handeln, weil ich bin ohne Vater aufgewachsen und habe gesagt, okay, ich möchte, dass mein Kind wenigstens Kontakt zum Vater hat. Mhm. Und das habe ich auch so beibehalten. Jetzt treffen wir uns halt, sage ich mal, regelmäßig alle 2, 3, 4 Monate, je nachdem, wie sich Zeit es zulässt. Und wir haben halt immer noch ein sexuelles Verhältnis miteinander. Immer noch? Ja. Ununterbrochen? Bitte? Ja, halt immer wieder mal in der Zeit, wo wir uns sehen, dann mal so 3, 4 Tage hintereinander. Ja. Du, ich habe dich gerade wollen. Wolltest du sagen, und ich war noch mal schwanger, oder was? Ja, ich war 2-mal noch schwanger von ihm. Du warst 2-mal noch schwanger von ihm? Und was ist daraus geworden? Ja, ich habe 2-mal abgetrieben. Es war beides mal trotz Verhütung, also einerseits nach seiner mit Verhütung mit Kondom und das eine Mal hatte ich halt die Pille mir danach geholt. Mhm. Das war dann eine Eileiterschwangerschaft. Mhm. Okay, es wäre sowieso weggegangen, aber es tut mir halt alles sehr weh. Mhm. Und jetzt sollte ich halt im Februar wieder zu ihm fahren mit dem Kleinen, weil er ihn halt sehen wollte. Jetzt ist er 20, also er wird im März 21. Mhm. Ich werde 24 im April. Mhm. Und ja, jetzt hat er mich wieder versetzt und seine Mutter sagt zu mir, ja, seine Freundin, die will das nicht, aber er leidet drunter, er will den Kleinen sehen. Aber ich mache mich damit auch kaputt. Mhm. Ja, weil du keine Grenze ziehst. Weil du dich weiterhin, was hast du denn für ein Gefühl zu diesem Mann? Noch? Ja, irgendwo, also für mich war es halt vielleicht meine erste große Liebe, aber ich denke halt mehr an den Kleinen. Ist es immer noch eine Liebe? Ganz ehrlich jetzt unter uns beiden? Ja, ich denke schon. Also ich würde halt vielleicht alles dafür tun. Mhm. Aber mir geht es mehr nicht um mich, sondern ich bin ohne Vater aufgewachsen. Mhm. Ich weiß, was es heißt. Gut, und für mich, gut, das ist natürlich immer eine große Motivation. Aber nur deshalb auf Biegen und Brechen irgendetwas hinzukriegen, ist natürlich auch falsch. Denn du musst ja auch an deine seelische Stabilität denken. Ja klar, aber wenn er mit mir allein ist, dann sagt er, ja, ich vermisse dich und ja, ich bin froh, dich wiederzusehen. Er hält mich immerhin, habe ich das Gefühl. Er hält mich warm. Ja. Und das geht ja jetzt schon mehrere Jahre so. Ja, eben. Eine ganze der Menge. Der Kleine, 3. Ja. Er hat im Moment immer noch eine Freundin. Ja, und die betrügt er, seitdem er mit ihr zusammen ist. Mhm. Mit mir. Also mit keiner anderen, so wie er mir das sagt. Ich weiß auch nicht, ob ich das glauben kann. Hast du denn, wahrscheinlich nicht, wenn er es da macht, macht das an einer anderen Ecke ganz genauso. Hast du denn nochmal zu ihm das gesagt oder das Thema auf den Tisch gebracht, nochmal zusammenzukommen? Ja, er war jetzt im November hier, da haben wir uns drüber unterhalten und man sagt ja immer, Betrunkene und kleine Kinder sagen die Wahrheit. Und da hat er halt so 2 Gläser Wein haben wir getrunken und da fing er halt an, ja Janine, du weißt, alte Liebe rostet nicht. Und ja, und dann kam halt wieder so ein Stich und da habe ich gedacht, ja, vielleicht meint das ernst. Und aber er hätte ja offensichtlich, so wie ich dich jetzt kapiere, genügend Chancen gehabt, dieses wieder hinzubiegen. Und schon seit vielen Jahren. Und er macht es nicht. Und ich weiß nicht, wie ich wegkomme, weil ich will das nicht. Ich habe jetzt eine 7-monatige Beziehung gehabt, die ich mir versucht habe aufzubauen. Und er hat es wirklich geschafft, sie wieder zu zerstören. Mm-hmm. Weil du schwach wirst. Ja, weil ich kaputt gehe mit seinen Unterdrückungen. Oder nein, weil er sagt, ja, er will mir nur den Kleinen nehmen. Oder ach so, er will mir dich nehmen. Oder Moment, Unterdrückung? Das heißt, was heißt das? Er droht dir, wenn du dich zurückziehst, dann macht er das und das? Nein, na drohen kann ich das nicht sagen. Aber er versucht mir halt immer alles schlecht zu reden. Von wegen, ja, und du weißt, es wird niemand so sein wie ich. Und er redet sich halt immer schön und alle anderen schlecht. Wie würde er denn, oder hast du das schon mal ihm angedroht, dass du dich, also zumindest was das Sexuelle anbelangt, dass du dich zurückziehen willst? Wie würde er darauf reagieren? Was meinst du oder was hat er schon gesagt? Ja, ich glaube, er würde damit reagieren, dass er an den Kleinen rangeht. Also was bedeutet das? Mittlerweile ziemlich sicher, dass er sagt, ja, er wird um seinen Sohn kämpfen.
Was bedeutet das? Ja, ich habe Angst, dass er mir versuchen will, den Kleinen wegzunehmen, weil er wird jetzt im September mit der Ausbildung fertig. Er hat danach auch einen guten Job. Seine Eltern verdienen auch gutes Geld und ich habe einfach Angst, dass er mir versucht, den Kleinen oder andere Wege. Ja, aber da kann man sich ja schlau machen und es besteht ja kein Grund, keine Argumentation dafür da, dir das Kind wegzunehmen. Du sorgst dich um das Kind, gehe ich mal von aus, ordentlich? Ja, aber ich habe halt früher oder hin und wieder auch mal, also vor dem Kleinen auch mal, sage ich mal, nicht Drogen konsumiert, aber mal einen Joint geraucht oder so. Gut, das ist viele Jahre her. Das ist viele Jahre her, das haben viele Leute gemacht. Ja, aber das habe ich auch zwischendurch, wenn es mir schlecht ging, mal getan, aber nicht regelmäßig, um Gottes Willen. Also nicht jeden Tag oder jede Woche, sondern aber vielleicht im halben Jahr einmal. Und ich habe Angst, dass er das als Grund nimmt. Gut, aber wir gehen mal davon aus, dass du es jetzt nicht mehr machst. Ja, nein. Er dealt ja damit. Er dealt damit? Und, ja, also was heißt dealen, ist übertrieben, aber er verkauft es halt an Freunde. Ja, ja, also dealen ist und du hast Angst, dass man dem, den das Kind zuspricht, brauchst du keine Angst haben. Ja, aber ich habe auch Angst, dass wenn er mit diesem Mittel spielt, dass er sagt, okay, wenn ich verzichten muss, dann muss ich auch verzichten. Das ist mein Punkt. Ja, aber da würde ich mich jetzt nicht so einfach, das ist ja, du mutmaßt da ja und stochst aus dem Nebel rum. Da würde ich mich erstmal ein bisschen kundig machen. Ja, aber ich habe auch schon Gedanken gehabt, aus dem Leben zu schreiten, weil ich einfach keinen Sinn sehe. Ich kämpfe um was eigentlich sinnlos ist, komme davon aber nicht weg. Du hast Gedanken, aus dem Leben zu schreiten? Ja. Verstehe ich nicht. Weil es mich über so viele Jahre schon quält. Moment mal, stopp. Du hast ein Kind. Dann denkst du, überlegst du, dir das Leben zu nehmen? Weil ja, aber ich sehe in diesem Kind jeden Tag ihn. Ja, und? Das ist doch dein Kind. Ja, na sicher. Aber trotzdem, ich weiß auch, dass es kein Kind war, was einfach so entstanden ist, wie bei anderen Jugendlichen. Einfach so, sondern wir haben 7 Monate gebraucht, bis es funktioniert hat, bis ich schwanger geworden bin. Und jetzt stehe ich allein, da mein ganzes Leben, alles das, was ich vorgehabt habe, das muss ich alleine meistern. Es ist so schwer, es tut so weh. Und liebst du das Kind? Ja, natürlich liebe ich meinen Sohn über alles. Ja, dann lässt man das Kind auch nicht alleine und denkt nicht darüber nach, sich das Leben zu nehmen. Ja, aber ich habe auch eine gute Familie, die sich um ihn kümmern könnte. Also bei der ich auch im Moment wohne, weil ich es einfach nicht schaffe. Ich bin von Freiburg nach Dresden zurückgezogen, in die Pampa, auf gut Deutsch gesagt, auf ein kleines Dorf, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich weiß nicht mehr weiter. Mhm. Und dieser Druck ist hauptsächlich bezogen auf ihn? Ja, er ist so in meinem Leben, als wenn er mich beherrscht, als wenn er mich führt. Ich kriege ihn nicht raus aus meinem Kopf. Also, das Ideale wäre für dich, wenn dieser Mann gar nicht mehr in deinem Leben auftauchen würde. Stimmt das? Ja, natürlich. Aber ich habe so einen guten Draht zu seiner Familie, auch zu seinen Eltern. Ja gut, das muss man dann zur Seite schieben. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, wie du dich in diesem Verhältnis fühlst. Schlecht, ja. So, dann wäre der allererste Schritt schon gehen. Ich kann ja dann dein Dilemma verstehen. Du willst natürlich auch dem Kind den Vater nicht wegnehmen. Ist mir völlig klar. Aber der allererste Schritt wäre doch, dass du dieses sexuelle Verhältnis abbrichst und unterbindest. Aber ich verfall immer wieder, wenn er da ist. Ja, musst du dagegen angehen, verdammt nochmal. Verfall. Du bist eine Frau von 25 Jahre alt. Ja, natürlich. Und ich weiß auch, was ich im Leben geschaffen habe. Ich bin auch eigentlich ein starker Mensch. Ja. Aber in der Hinsicht, ich schaffe es nicht. Und ich habe, für mich wäre das Beste zu sagen, ich breche den Kontakt zu ihm ab. Mhm. Aber ich habe Angst vor der Zukunft in 16 Jahren, wenn mein Sohn zu mir sagt, du, nur weil du mit deinem Leben, mit deiner Situation nicht klargekommen bist, hast du mir den Vater genommen. So, jetzt weiß ich nicht, du hast ja auch gerade nur so Andeutungen gemacht. Ich vermute ja fast, dass da noch mehr Abgründe sind, die unter dir sind und in die du schaust und noch mehr Probleme. Deswegen würde ich dir sehr raten, dass du dir eine regelmäßige Hilfe suchst von draußen. Hast du ja nicht. Du hast ja keinen kompetenten Menschen, mit dem du dich richtig beraten kannst. Ne? So habe ich es verstanden. Ja, ich war früher in der Kirche sehr aktiv und habe da viele Leute gehabt, ja. Aber ich komme da nicht mehr rein. Nein, es ist, glaube ich, irgendwie, ich weiß es nicht genau, was es ist, aber doch ein tiefes psychologisches Problem, was dich so aus der Bahn im Moment wirft. Ja. Und ich nehme das sehr ernst, wenn du sagst, dass du schon überlegst, dir das Leben zu nehmen. Ich habe auch Bulimie-Probleme gehabt über Jahre. So. Das deutet ja auf wirklich tiefgründige seelische Probleme hin.
Und wenn jemand das so sagt mit dem Leben nehmen und ein Kind ist da, dann signalisiert das mir schon, dass jemand in einer großen Not steckt. Und diese Not zu lindern, brauchst du Hilfe von außen. Wie du Hilfe von außen bekommst, auch da, wo du jetzt lebst, würde ich gerne jetzt weiterleiten an meine Psychologin, die dir das genau erklären kann. Ja. Aber du musst was tun, du musst was tun. Du hast eine Verantwortung für dein Kind. Ja. Und du darfst dein Kind nicht verlassen, Janine. Du darfst ich weiß dein Kind, es auch, dass er mich braucht. Ja. Du legst bitte auf, meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Okay? Okay, ich danke dir, Domian. Alles Gute. Kriege ich auch noch ein Autogramm von dir? Ja, sagst du auch gleich die Anschrift, okay? Okay, okay, danke. Tschüss. Tschüss. Daniel, 29 Jahre alt. Hallo Daniel. Grüß dich, Domian. Ja, Daniel, dein Thema, guten Morgen. Mein Thema, guten Morgen, ist, ich habe unheimliche Paras, was in den nächsten 8 Tagen passiert. Ich muss mal so ausführen. Ich war ziemlich viele Jahre in Brasilien, mhm, weil meine Eltern da irgendwo gearbeitet haben. Und ja, da war ich vor 2,5 Jahren mit meiner Frau in Brasilien. Und da sind wir halt bei einem Bekannten gewesen. Und ein Bekannter ist dann halt mit mir zu einer Wahrsagerin gegangen. Mhm. Und die Wahrsagerin hat mir dann irgendwo aus der Hand gelesen. Und hat mir irgendwo auch, hat ziemlich viele Sachen gelesen, die auch wirklich so sind, ne? Und hat auch Sachen gelesen, die in den letzten 2,5 Jahren passiert sind. Geh mal an mit deinem, du sprichst über ein Handy, ne? Ja, genau. Die Leitung ist sehr schlecht, geh mal ans Fenster. Ja, und auf jeden Fall, Ende vom Lied war, ich habe zuerst das auch nicht geglaubt oder so, aber sie hat dann irgendwo gesagt, ja, pass mal auf, Daniel, du wirst im Endeffekt... Frau, ihr werdet Eltern von einer kleinen Tochter. Mhm. Und ich habe irgendwie nie geglaubt. Und wir haben auch immer versucht, irgendwo ein Kind zu bekommen. Es hat nie geklappt. Und dann war ich halt auch mal beim Urologen. Und der hat halt auch festgestellt, ich bin absolut untauglich, Vater zu werden. Mhm. Und ja, okay, dann sind wir halt den Schritt der künstlichen Befruchtung gegangen. Und ich hatte eine einzige lebensfähige Spermie, haben wir gefunden. Und das ist heute meine Tochter. Mhm. Ja, und das Krasseste war einfach sich. Die Wahrsagerin hat zu mir gesagt, 3 Tage nach deinem 30. Geburtstag wirst du sterben. Ja, ja, tolle Wahrsagerin, Mann. Erst sagte, du kriegst ein, bist Papa, und dann sagst du, ein paar Tage nach deinem 30. wirst du sterben. Ja, und im Endeffekt, jetzt hatte ich halt voll die Paare, vor allem 5 Tagen werde ich 30. Mhm. Ja, und ich habe halt Angst, was ist irgendwo in 8 Tagen, was da ganz genau. Finde ich komplett bescheuert, dass solche Leute, die sich mit dieser Thematik der Wahrsagerei beschäftigen, so etwas aussprechen. Für mich immer wieder ein Beweis, auch ein Grund dafür, nie mal zu so Leuten zu gehen. Selbst wenn man es zur Seite wischt und sagt, das ist alles Quatsch, hat man es im Kopf. Und ich würde auch drüber nachdenken. Ja klar, natürlich. Was bleibt dir anders übrig, als es wirklich runterzufahren? Gut, das eine ist ein Zufall, dass du Vater geworden bist. Sagen wir es mal so, es ist wirklich ein Zufall. Ja klar. Und das andere ist Geschwätz. Es war eine böse Frau. Selbst wenn sie es, nehmen wir mal an, sie hätte die Gabe und sie hätte das gesehen, darf man das doch keinem Menschen sagen. Man darf es doch keinem Menschen sagen. Ja, normalerweise nicht. Ich meine, ich habe auch irgendwo gedacht, das kann nicht sein. Und ja, wie gesagt, machen wir irgendwo mittlerweile voll die Paras und so. Selbst irgendwie 2 Lebensversicherungen habe ich bis jetzt schon abgeschlossen. Und so, ne? Nein, wisch es zur Seite. Versuche, soweit es irgend möglich ist, daran nicht zu denken, oder mach dich lustig darüber, oder mach deine Witze darüber. Was bleibt dir anders übrig? Leb ganz normal weiter. Mhm. Und so schön, umso schöner wird es dann sein, wenn die Frist rum ist, wenn du sagen kannst, naja, okay, komm. Das war's dann also. Das war ein Bluff damals. Ja klar, ich meine, klar, das hoffe ich ja bis heute irgendwo. Umso mehr, ne? Weil das ist normal, weißt du, meine Tochter ist gerade mal 2 Jahre alt und so. Mhm. Und da bin ich natürlich schon irgendwo, ich meine Tochter erwachsen werden sehe. Mhm. Ne? Natürlich, natürlich. Also, wie gesagt, Daniel, wisch es zur Seite. Geh mit wirklich aller Macht des Bewusstseins dagegen an, schieb das weg. Schieb es weg und nimm es auf die leichte Schulter, oder wie gesagt, macht eure Witzchen darüber. Das ist, was soll man anders machen? Mhm. Hör mal, darf ich nur kurz jetzt irgendwo, weil die Sendung jetzt gleich zu Ende ist. Ja. Noch kurz den Link geben, dass ich euch eine Mail schicke, weil ich habe das auch eben mitbekommen mit der jungen Dame, die da versucht, Kinder zu adoptieren. Mhm. Da haben wir uns auch sehr, sehr schlau gemacht und hast du nicht gesehen. Mhm. Da werde ich auf jeden Fall euch eine Mail schicken. Sehr gerne, ja, mach irgendwo, das. Ich habe irgendwo ziemlich viele Infos habe drüber. Sehr gut, das ist ja nett von dir, Daniel. Und ansonsten wünsche ich ein tolles, super langes Leben noch. Und ich bin sicher, dass das alles gut geht. Und ich würde gerne mit dir nach Ablauf dieser Frist nochmal telefonieren, okay? Ja, ich versuch's. Ne? Alles klar, schönes Wochenende. Jo, danke, tschüss. Tschüss.
So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten. Vielen Dank an Uli Krapp, an Katrin Pausen, Roland Lohr, Michael Verhöfen, Gero Kuntermann, Jan Grefe zu Baringdorf, Christian König, Heinrich Stanzig, Magdalena Groß. Nochmal unsere Themen. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema scharfe Beute, geile Typen. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Geschwisterliebe und Geschwisterhass. Wir sehen uns wieder, hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein gutes, schönes, kaltes, warmes Winterwochenende. Bis dahin.